Ich finde, dieses Produkt ist der Gipfel der schamlosen Verbraucherausnutzung. Täuschung und Schädigung. Hier wurde eine rote Linie überschritten. Das sagt der Diabetologe und Ernährungsmediziner Matthias Riedl, Dr. Matthias Riedl. Über das Chunky Flavor von More Nutrition, einem Geschmackspulver basiert auf dem Süßstoff Sucralose, mit dem man sich etwa Magerquark kalorienfrei süßen kann. Diese Aussage trifft in einem Interview in einem Blogartikel von dem Online-Magazin Fitbook. Der Beitrag heißt Insulinresistenz durch More Nutrition. Was ist dran an den Vorwürfen? Ihr habt mir den Artikel sicherlich mehr als 50 Mal zugesendet und mich darum gebeten, darauf zu reagieren. Ich habe den Beitrag gelesen und meine Ansicht kennt ihr. Krasse Aussagen müssen mit krassen Beweisen untermauert werden. In diesem Beitrag gibt es sogar Beweise. Diese sind jedoch alles andere als krass. Schauen wir mal rein. Hier wird der Ernährungsmediziner gefragt, ob Süßstoffe für eine Insulinresistenz verantwortlich seien. Seine Antwort: definitiv ja. Nicht könnte, scheint oder eventuell, nein. Definitiv ja. Das belegt er mit zwei Studien. Wenn wir uns die eine Studie ansehen, dann steht in den Ergebnissen Folgendes. Die Studie zeigt, dass die Verwendung von künstlichen Süßstoffen einen direkten Einfluss auf die Insulinresistenz hat. Mein Team und ich haben uns die Studie genau angesehen und festgestellt, dass die Studie eigentlich was ganz anderes aussagt. In dieser Studie wurden nämlich Menschen mit Diabetes Typ 2 in zwei Gruppen eingeteilt. In der einen Gruppe waren Menschen, die keine Süßstoffe konsumieren, und in der anderen Gruppe waren Menschen, die Süßstoffe konsumieren. Hier kommt schon das erste Problem der Studie, denn nirgends steht, wie die Aussage der Teilnehmer überprüft wurde. Wahrscheinlich wurden sie einfach gefragt, und das ist eigentlich schon das erste Ausschlusskriterium für diese Studie. Woher wollen die Menschen wissen, dass sie keine Süßstoffe konsumieren? Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass in vielen Lebensmitteln Süßstoffe enthalten sind. Zudem muss man sagen, dass die Studie in Indien durchgeführt wurde. Man muss auch dazu sagen, dass in dieser Studie nicht mal Süßstoffe verabreicht wurden, sondern die Teilnehmer anhand ihrer Aussage in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Diesen wurde dann Blut abgenommen, um zu schauen, welche Auswirkungen Süßstoffe auf die Insulinresistenz haben. Und hier kommt gleich Problem Nummer 2. Nirgends steht, wie oft den Menschen Blut abgenommen wurde. Ich gehe jetzt mal von einem Mal aus. Wir sprechen hier also von einer Momentaufnahme. Das Ergebnis war laut den Forschern, dass Menschen, die Süßstoffe konsumieren, einen erhöhten Insulinresistenzwert hatten. Ich drücke mich hier vereinfacht aus. Doch auch hier gibt es ein Problem. Die Forscher sagen nämlich, dass es in der Süßstoffgruppe höhere Werte gab. Und wir kommen zu Problem Nummer 3. In der Süßstoffgruppe waren es 74 Teilnehmer und in der Nicht-Süßstoffgruppe waren es nur 33 Teilnehmer. Schauen wir uns die Grafik an, sehen wir, dass auch in der Nicht-Süßstoffgruppe hohe Ausschläge da sind. Wenn wir uns beide Grafiken auf einmal anschauen, sehen wir, dass die meisten Teilnehmer beider Gruppen in einem identischen Bereich liegen. Problem 4 ist, dass nirgendwo protokolliert ist, wie hoch der BMI der Teilnehmer oder der Körperfettanteil ist. Ein erhöhter BMI und ein erhöhter Körperfettanteil korrelieren nämlich mit einer erhöhten Insulinresistenz. Es könnte also sein, dass die Menschen in Gruppe A dicker waren oder die Menschen, die eben für die hohen Ausschläge gesorgt haben, dicker waren. Die Studie ist absoluter Müll und sagt gar nichts aus, alleine wegen der Fehler im Studiendesign. Zudem kommt, dass es sich hier lediglich um eine Kohortenstudie handelt und diese ist sowieso ganz unten in der Beweispyramide einzuordnen. Ein Ernährungsmediziner müsste eigentlich in der Lage sein, eine solche Studie auszuwerten. Um euch zu erklären, wie aussagekräftig diese Studie ist, hier ein Vergleich. Ich stelle euch jetzt in Mannheim auf den Marktplatz und spreche 100 Leute an. Dann frage ich diese Leute, ob sie Süßstoffe konsumieren oder nicht. Frage 1. Was glaubst du, wie viele dieser Menschen können mit Sicherheit sagen, dass sie keine Süßstoffe konsumieren? Dann teile ich diese Leute in zwei Gruppen auf und entnehme ihnen Blut. Und anhand dieser Momentaufnahme sage ich dann, Süßstoffe führen definitiv zu einer Insulinresistenz. Zu der anderen Studie komme ich noch. Dieser Beitrag von Fitbook ist nicht wissenschaftlich oder neutral, sondern richtet sich ganz klar gegen More. Der Beitrag ist am 17.08.2023 erschienen. Fitbook dachte sich wohl, naja komm, die Klicks nehmen wir mit. Ich habe mich da gefragt, was Fitbook eigentlich ist und habe einfach mal in der Über-uns-Seite geschaut. Über Fitbook, unser Ziel, Zweck und Anspruch. Fitbook hat das Ziel, Menschen zu einem aktiveren und gesünderen Leben zu motivieren. Wir bieten Orientierung und ordnen News, Studien sowie Methoden in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Ernährung in den aktuellen Stand der Forschung ein. Tut ihr das? Nein, das tut ihr nicht, denn ein richtiges wissenschaftliches Magazin hätte beide Seiten befragt. Jemand, der für und jemand, der gegen Süßstoffe ist. Der Herr Doktor hier ist definitiv ein Feind von Süßstoffen.
und er ist gleich zwei großen Denkfehlern zum Opfer gefallen. Die Studie, die ich gerade erklärt habe, ist nicht nur eine nicht aussagekräftige Kohortenstudie, sondern unterliegt dem Selection Bias. Aufgrund der Teilnehmerzahl und der fehlenden Daten kann man hier gar keinen Vergleich ziehen bzw. eine Aussage treffen. Zudem werden hier nur Studien aufgeführt, die gegen Süßstoffe sprechen. Der Doktor führt also nur Daten an, die seine These untermauern. Das nennt man einen Confirmation Bias, genauer gesagt einen Bestätigungsfehler. Bevor wir eine solche Aussage treffen können, wie definitiv ja, müssen wir uns die gesamte Datenlage und vor allem auch die aktuelle Datenlage ansehen. Und wie der Zufall es will, kam im Februar diesen Jahres eine Meta-Analyse raus. Eine Meta-Analyse ist die Spitze der Beweispyramide und hat die höchste Aussagekraft. Und hier wurden 36 Studien mit einbezogen. 36 und nicht 2. Die Aussage der Meta-Analyse ist klar. Die verfügbaren Beweise legen nahe, dass nicht nährstoffhaltige Süßungsmittelgetränke, die mit einzelnen oder Mischungen von nicht nährstoffhaltigen Süßungsmitteln gesüßt sind, keine akuten metabolischen oder endokrinen Effekte haben, ähnlich wie Wasser. In dieser Meta-Analyse wird auch die andere Studie, die hier von Fitbook aufgeführt wird, kritisiert. Das Studiendesign scheint problematisch gewesen zu sein und war unzureichend. Die Meta-Analyse ist übrigens für jeden kostenfrei zugänglich. Ihr könnt sie euch einfach durchlesen und euch selbst eine Meinung bilden. Zu Fitbook kann ich nur eins sagen. Wenn ihr wirklich wissenschaftlich handeln würdet oder im Sinne der Wissenschaft handeln würdet, müsstet ihr jetzt eure Quellen hinterfragen. Und diesen Beitrag anhand der neuen Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 nochmal glattziehen. Die Aussagen von Dr. Riedel sind nicht korrekt und ultimativ. Gerne könnt ihr dazu Stellung nehmen, ich bin jederzeit bereit für eine öffentliche und respektvolle Debatte. Wenn ihr diesen Beitrag ignoriert, sagt das ebenfalls viel über euch aus. Liebe Grüße.